Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV, die Kaiser TV Radioshow Folge 8. Und zwar heute mit einem ganz besonderen Gast, Dario von Change Philosoph. Der Change Philosoph ist bei mir und ihr habt es gemerkt, wir sprechen über dieses Buch, die sechs Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon. Ein gut zu lesendes Buch, 350 Seiten ungefähr. Aber voll mit unglaublichen Weisheiten für das Leben. Der Dario hat es auch gelesen. Dario, wie findest du es bisher? Ja, ich bin über die ersten 50 bis 100 Seiten eigentlich relativ den Hangout ausmachen. Wieso höre ich mich selbst? Ja, schreibt mal In in den Chat, deinem, falls es wahrscheinlich ein in Feedback gibt. deinem, höre mich in deinem Lautsprecher wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Höchstens in deinem, Oder aber dein vielleicht nimmst Lautsprecher? du Kopfhörer. Kopfhörer. Ja. Auf jeden Fall, da muss ich noch finden. Hier. Ich kann ja schon mal ein Alles bisschen die klar. Einführung machen. Du guckst mal nach den Kopfhörern. Okay, ja, schön, Ich habe dass ihr da welche. seid. Ja, prima. Ich sehe schon, wir sind schon eine Menge Zuschauer und guten Abend an diesem wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter wie wir hier in Köln. Und ja, es geht um die sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Man könnte ja wirklich sagen, Selbstwertgefühl ist super wichtig. Das Einzige, worum es geht im Leben, ist wirklich das Urteil über sich selbst zu bestimmen und sich nicht bestimmen zu lassen von dem Urteil der Außenwelt über einen, sondern eben selber zu einem anständigen Urteil zu finden. Und das ist richtig schwer. Es ist viel, viel schwerer, als man das denken könnte, weil natürlich man nicht damit aufwächst und man nicht gesagt bekommt, du bist der Einzige, der zählt in deinem Leben. Dein Urteil über dich selbst ist das Einzige, was zählt und was dich zu einem glücklichen Menschen macht, sondern hör auf die anderen, sei gehorsam, tu, was die anderen sagen, red den Lehrern nach dem Mund, mach das, was die Eltern tun oder die Gesellschaft, zieh dich nicht so auffällig an, dein Berufswunsch sollte etwas sein, was irgendwie der Gesellschaft entspricht. So kann man natürlich niemals ein Selbstwertgefühl entwickeln. Und zum anderen ist es ja auch immer sowas wie selbst, das ist irgendwie so egoistisch, das ist so selbstbezogen, da ist man selber so im Mittelpunkt und denkt gar nicht an die anderen, du sollst doch an die anderen denken und eben dein Leben nach ihnen ausrichten. Und um dich soll es als allerletzten gehen, ja, schon in unserem christlichen Weltbild ist das ja schon drin. Aber eben das führt zu großem, großem Unglück und wirklich zu Depressionen, dass man irgendwann demotiviert ist, lethargisch ist, gar nichts mehr machen kann. Und man dann irgendwann dieses Buch hier entdeckt, und ich kann es euch hier nur wirklich empfehlen mit ganzem Herzen, und dieses Buch entdeckt und dann sagt, okay, es geht ja wirklich um mich in meinem Leben, ja, oder wie es heißt, sei du selbst, alle anderen gibt es schon, und für das persönliche Glück und für die berufliche Karriere gibt es eben nichts wichtiger, als das zu entdecken. Und ja, es heißt sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Das heißt, es ist offenbar gar nicht so einfach, dass man einfach sagt, okay, glaub an dich, so Rocky-mäßig, sondern es gibt, es baut sich auf und man muss wirklich jede einzelne Säule angehen und sich genau vergegenwärtigen, wo bin ich gerade, wo ist meine größte Baustelle, welche Säule sollte ich wirklich als stärkstes erstmal aufbauen, und wir stellen die heute kurz vor. Dario, ein kleiner Mikrofontest. Auf jeden Fall. Hört man mich soweit? Ich weiß gar nicht, welches Ich Mikrofon jetzt aktiv ist. Ob das hier. Ich höre drück mal dich auf jeden kurz Fall und das vorsichtig drauf. Sprechen. Und wenn die Leute, ja, okay, die Leute schreiben auch, dass man, wait a minute, Alex schreibt, die Kopfhörer sind gut. Entweder sehen sie gut aus oder man kann dich wirklich hören. Ja, möchtest du was über eine der Säulen des Selbstwertgefühls sagen? Vielleicht eine, die dich am meisten persönlich interessiert hat? Ja, also das Buch ist ja selbst so aufgebaut, wie, also nach einer gewissen Einleitung, die mich auch persönlich eher gefesselt hat als die Säulen selbst. Um die Säulen, wie gesagt, und Selbsttherapie quasi. Man hat ja am Ende jedes Kapitels, jeder hat man dann ein so eine Satzergänzungsübungen, mit denen man dann
quasi sich selbst auf diese Säule dann fokussieren kann und Sätze ja, nach Möglichkeit immer jeden Morgen und jeden Abend, das Ganze soll nur 10 Minuten dauern, schreibt dann halt einfach runter, was einem so einfällt. Die erste Säule halt Bewusstsein, selbst Bewusstsein, was man gerade so tut in seinem Leben, wären die ersten Satzergänzungsübungen halt, bewusst leben heißt für mich, 10 Sätze und dann geht man über zum nächsten. Beispiel meiner Familie heute oder meiner Prozent mehr Bewusstheit entgegenbringe. Ja, dann passiert irgendwas und diese Säule, also dieses Training habe ich auch gemacht für die erste Säule. Also ich muss sagen, es war dann doch schon anstrengend, ja. Hat man das, originelle Antworten zu finden, weil sich die Antworten dann natürlich irgendwann immer wiederholen. Und ich finde das persönlich, ist gar nicht ich Ist noch da? Ja. Also es muss nicht so unbedingt originell sein, das ist, finde ich, gar nicht das Anstrengende, das kann sich ja auch oft wiederholen. Das Anstrengende ist, finde ich, es überhaupt zu machen und nicht nur einfach so ein Buch vor sich zu haben. Und das ist ja immer das Doofe bei diesen ganzen Selbsthilfebüchern, die versprechen, du hier, wie du in 30 Tagen irgendwie selbstbewusst wirst und so weiter. Aber es geht nicht durch das Lesen. Du kannst 1000 von diesen Büchern lesen und dann kannst du hinterher sagen, ich habe so viele Bücher gelesen, aber hab's immer noch nicht gecheckt. Du musst es machen, du musst diese Übungen machen und eben sich da morgens 10 Minuten hinzusetzen und irgendwelche Sätze hinzuschreiben. Bewusstsein ist für mich, das ist schon, ist erstmal eine Überwindung. Aber man muss auch selber dieses dringende Gefühl spüren. Wenn man so sagen, wäre ja mal ganz schön, irgendwie so ein bisschen mehr Selbstwertgefühl oder so, dann macht man das nie und dann wird es auch nichts bringen. Man muss schon wirklich sagen, okay, ich komme nicht mehr weiter in meinem Leben. Und das ist, dass ich mich selber behindere. Das beschreibt Nathaniel Brandon, das ist diese selbsterfüllende Prophezeiung, also wenn man sich sagt, ich bin eigentlich gar nicht wert, auf der Welt zu sein und meine Gefühle sind auch gar nicht wert, ausgedrückt zu werden und meine Ziele, die ich mir mal so erträume, eigentlich bin ich es nicht wert, dass ich die erreiche. Das ist tief drin für viele, viele Menschen, dieses Gefühl von Minderwertigkeit. Wenn man das dann wirklich verspürt, ich komme sonst nicht weiter, dann muss man unbedingt diese Aufgaben machen und einfach diese Sätze dauernd ergänzen und gar nicht gucken. Ist auch so ein bisschen so ein automatisches Schreiben, also dass man dann einfach schreibt, einfach guckt, so was kommt aus meinem Unterbewussten raus und wie kann ich das, was macht das mit mir? Denn irgendwann, ja, das ist auch unbewusst. Ich hatte auch ein paar Sätze, die ich hatte auch ein paar Sätze, die so ein bisschen von kamen, aber es hat dann irgendwann abgeflaut. Wurde dann sehr langweilig und ich habe das dann nach, ich sag mal, 2 bis 3 Wochen habe ich das dann, vielleicht waren es auch 4, gebrochen. Mhm. Erstmal zur Seite gelegt und habe dann Stück für Stück die anderen Säulen gelegt, dann mit den Übungen vorerst nicht weiter beschäftigt bis heute. Aber wenn du magst, können wir gerne über den Autor reden. Das ist ja auch sehr interessant. Daniel Brandon war ja der Ex-Freund von Ayn Rand und der er schreibt ja nicht sehr positiv über sie. Er war dann irgendwie dann den Streit mit ihr und er beschreibt es auch in einer Säule, dass er dann halt nicht integer mit sich selbst war. Säule, Integrität. Dann selbst sich verbogen hat für die Beziehung, gar nicht gecheckt hat, ist, der erkannt hat, dass die Beziehung zu Ende ist, einfach den ersten Schritt hätte tun müssen und sagen, aber er hat sich dann eingeredet, ja, ein Genie oder ist so, weiß ich nicht, sie muss es irgendwie von sich aus sowieso checken. Und dann dadurch hat er sich halt die Beziehung, es kam zum schmerzvollen Ende und es ist halt sehr komisch dann irgendwie geendet. Mehr weiß ich auch nicht drüber. Wolltest du zu der Beziehung noch was sagen?
Genau. Dario, noch mal ganz kurz, wir hatten das schon mal, dein Ton setzt immer so alle 3 Sekunden aus. Das ist so ein bisschen, schreibt hier auch jemand im Chat, ob vielleicht willst du das Bild noch mal wegmachen oder irgendwie deine Verbindung checken, irgendwie die Qualität runter machen. Versuchen. Ja, da ist, ich kann versuchen. Du kannst ja mal gerade gucken, weil es ist immer. Nathaniel Brandon, der ist erst vor 3 Jahren gestorben, ist auch recht alt geworden, 1930 geboren, 2014 gestorben und wie gesagt, war ein langer Freund, Geliebter und auch Mitarbeiter von Ayn Rand. Und das finde ich eigentlich das sehr Interessante, weil wenn man Ayn Rand liest, dann das erstmal die Vorteile überwunden hat und dann merkt man ja, okay, Tugend des Egoismus. Ayn Rand sagt, ne, du bist selbst das Wichtigste und deine wohlverstandener rationaler Egoismus ist das Wichtigste, dann denkt man ja erstmal schon, naja, so eine Welt, die so auch auf Egoismus aufbaut, wie soll die denn aussehen? Und für mich gibt Nathaniel Brandon dann den psychologischen Hintergrund darum, warum dieser Egoismus, dieser gesunde Egoismus eben dann auch dazu führen kann, dass es eine gesunde Welt wird, weil nur gesunde Beziehungen darauf auf solcher so einem gesunden Selbstwertgefühl aufbauen können. Und dass auch nur diejenigen, die eine wirklich gute Beziehung zu sich selbst haben, auch dafür sorgen können, dann für andere sorgen können. Ja, so wie in dem Flugzeug, dass man eben erst die Gasmaske, hätte ich schon gesagt, die Sauerstoffmaske für sich zu sich zieht und dann anderen hilft und andersrum geht es eben nicht. Und alles, was du direkt nur für andere machst, ohne diesen, ja, indem du dich umgehst, kommt nicht richtig an, kommt nicht aus deinem Herzen und es muss eben aus einem starken Selbstwertgefühl kommen. Deswegen finde ich diese Verbindung von Nathaniel Brandon zu Ayn Rand auch wirklich sehr interessant. Für mich ergänzt das Ganze nochmal auf der psychologischen Ebene. Jetzt gucken wir mal gerade, wie es bei deinem Ton ist. Achso, jetzt bist du weg. Soll ich noch ein bisschen weiterquatschen? Jo. Okay. Ding ist, ich werde jetzt mit meinem iPad mit meinem Tablet mich einloggen. Und habe da gerade das Passwort verlegt und deswegen musste ich das jetzt gerade suchen. Bei welchem? Okay, dann quatsche ich einfach noch ein bisschen weiter. Bitte? Okay, ich quatsche einfach noch ein bisschen weiter und wenn du da bist, alles klar. Bist du da. Okay. Also es geht dann eben darum, ein richtiges Selbstbild von sich zu entwerfen. Das ist ja auch nichts, was wir so mitbekommen. Es ist ja auch jetzt keiner, mach mal ein Selbstbild von dir. Und das Selbstwertgefühl bedeutet, dass man selber das absolut tiefe Empfinden hat, dass man ein Recht darauf hat, glücklich zu sein. Und das lässt sich leicht daher sagen, aber es ist wirklich was, wenn man so in sich hineinguckt oder auch vorm Spiegel steht und dass man sich einfach sagt, du hast ein Recht, glücklich zu sein, du hast ein Recht zu existieren. Das ist für viele Menschen erstmal schwierig und man macht das nicht. Ja, man geht so in seinen Alltag, geht durch den Tag und denkt dann, okay, ich bin jetzt hier einer unter vielen, aber ich habe dieses Recht, auch meine Bedürfnisse haben ein Recht. Super wichtig, das ist das, was Dario jetzt eben erwähnt hat, zum Beispiel in der Beziehung. Da haben eben deine Bedürfnisse auch ein Recht und du musst dich nicht immer verstecken, nur weil jemand anderem das vielleicht nicht gefallen könnte und du musst ihn sich nicht geheim halten. Und unsere Fehler auch selber haben auch ein Recht. Du hast auch ein Recht, Fehler zu machen und ein unperfekter Mensch zu sein. Und das erst führt dazu, dass man sich selber respektieren kann und gleichzeitig von anderen diesen Respekt auch einfordern kann, um zu sagen, ich respektiere mich selbst, also verlange ich auch von dir, dass du mich respektierst. Denn wer sich nicht selbst respektiert, wie soll der das dann von anderen einfordern können? Das sind dann eben solche Schuldzuweisungen, mit denen man sich selber identifiziert, wenn man als Kind zum Beispiel das oft gesagt bekommen hat, du bist nicht gut oder du hast hier einen Fehler gemacht und du bist es nicht wert, du hast kein Anrecht, geliebt zu werden. Das ist dann eben das, was bleibt im Seelenleben und man identifiziert sich dann eben mit diesen Schuldzuweisungen. Das muss man wirklich erstmal durchbrechen. Da muss man Arbeit reinstecken. Das ist ja leider nicht getan mit dem Buch. Übrigens, das Buch ist, als ich mir es gekauft habe, habe ich es weggelegt. Weiß ich auch nicht mehr. Dann habe ich reingeguckt und habe gesehen, es ist so geschrieben hier. Es ist ja voll die kleinen Buchstaben, ist ja voll anstrengend und auch wirklich, es sind keine Bilder drin und kann auch nirgendwo irgendwie Likes bekommen, habe ich es weggelegt und dann irgendwann ist mir wieder in die Hände gefallen, ein paar Monate später und dann habe ich es doch durchgelesen und dann von einem Deckel zum anderen. Und du hast schon
Dario von Bewusstsein gesprochen. Oh, Dario ist jetzt zweimal da, das ist auch cool. Du grätschst einfach rein, ne, wenn du irgendwas sagen willst, Dario. Sonst quatsche ich hier rein. Also Dario hat von Bewusstsein gesprochen, von bewusstem Leben. Es ist erstmal total wichtig, macht man sich auch nicht klar, dass man sich bewusst macht, dass man überhaupt, was man so empfindet. Und dann haben wir natürlich das, die einzelnen Aktionen der Menschen und das, was in der Welt passiert. Und dann haben wir unsere Gefühle. Und das, sich dessen bewusst zu sein, dass vieles von dem, oder eigentlich alles von dem, was wir so wahrnehmen, unsere Wahrnehmung ist, unser Gefühl und unsere Interpretation der Tatsachen. Deswegen, dessen muss man sich erstmal bewusst werden. Und das ist auch eine Übung, immer wieder Abstand einzunehmen, Distanz zu halten und zu sagen, okay, was habe ich da jetzt gerade wirklich gesehen? Was hat er mir jetzt gerade wirklich gesagt? Und wie empfinde ich das? Und was habe ich daraus gemacht? Und diesen Abstand, das wird irgendwann zu einer Gewohnheit, dass man diesen Abstand auch zu sich selbst einnehmen kann und hinterfragen kann, warum fühle ich so? Habe ich das jetzt wirklich so gehört? Ist es ein... Habe ich darin recht, das so zu fühlen? Mache ich mir selber das Leben schwer oder kann ich das auch ein bisschen mit Abstand sehen? Und wenn wir uns selber, unserer selbst bewusst werden, können wir eben unser Inneres immer besser verstehen und dann erst das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl darauf aufbauen. Kurzer Blick in den Chat, kurzer Blick zu Dario. sag mal die sechs Säulen insgesamt. Es ist Bewusstsein, es ist Selbstakzeptanz, es ist Selbstwertgefühl, es ist, wo stehen sie denn jetzt hier? Kommen auch gleich dazu. Wir kommen jetzt gleich dazu. Selbstwertgefühl, Selbstakzeptanz, Selbstverantwortung, genau. Also Selbstakzeptanz ist wirklich, dass man sich selber als seinen besten Freund ansieht. Finde ich super wichtig, dass man sich wertschätzt und fair mit sich selbst umgeht. Weil oft, wenn man einen Fehler macht, sagt man ja so, oh, du Idiot, das hast du gemacht, Mann, du bist so ein... Ja? Wenn man jetzt das mit einem Freund macht, den man wirklich wertschätzt, dann sagt man dem ja auch, hey komm, ist doch nicht so schlimm. Was ist los? Was ist dir passiert? Was hast du gemacht? Womit bist du unzufrieden? Wie können wir das wieder hinkriegen? Und wenn man so mit sich selbst redet, das ist Selbstakzeptanz und die ist eine wichtige Grundlage für das Selbstwertgefühl. Und wir haben das oft nicht, diese Selbstakzeptanz, schreibt Nathaniel Brandon, weil wir das so vermittelt bekommen, wenn man sich selbst akzeptiert, das ist sowas wie selbstverliebt sein. Oh, du bist dir selbst der Wichtigste, du bist so sehr voll von dir und so sehr in dich selbst verliebt. Aber es ist was ganz anderes, dass man sich selber eben okay findet. Ja, und dass man sagt, ich bin okay in meinem Leben, ohne jetzt der Einzige in seinem Leben dann sein zu müssen. Und die dritte Säule ist dann die Selbstverantwortung, dass man eben sagt, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Das kann man eben nur dadurch, wenn man sich vorher selbst akzeptiert hat. Und dann ist das Gegenteil von Selbstmitleid. Und nicht eben zu sagen, ah, die anderen, die Gesellschaft, meine Freundin oder irgendjemanden als Sündenbock zu finden und sagen, ah, alles so schlimm, die Politiker ja, oder die Flüchtlinge, sondern eben mein Leben bestimme ich selber und ich gehe damit um und das ist dann Selbstverantwortung. Die vierte Säule ist dann tatsächlich Selbstbewusstsein und das ist eben, wovon ich eben gesprochen habe, das Recht darauf zu empfinden, dass man existiert. Nathaniel Brandon hat das mit Studenten dann öfter gemacht, dass er ihnen gesagt hat, sagt mal das euch zu euch selbst. Und er hat sie gefragt, meint ihr, ihr habt ein Recht zu existieren? Und die Studenten, ja klar, warum nicht? Jeder hat das ja irgendwie so. Und dann hat er aber diese Studenten gebeten, sprecht das mal vor euch hin und sagt es mal laut. Jeder Einzelne selbst steht auf und sagt es vor euch hin, ich habe ein Recht zu existieren. Und er hat festgestellt, dass bei jedem immer so etwas Brüchiges in der Stimme war, immer so eine Anspannung, irgendwie so geduckt sein oder so, dass man sich so ein bisschen schämt dafür, das jetzt so zu sagen. Und er hat eben an dieser Körperhaltung und der Stimme gemerkt, das ist nicht völliges Selbstbewusstsein, dass man davon völlig überzeugt ist, aber da kann man natürlich auch üben.
Also, dass man dazu steht, wer man ist und wie man ist und zum Beispiel auch zu seinen Gefühlen steht und dass man jetzt zum Beispiel auch einen bestimmten Geschmack hat, ja, wo man denkt, ja, der kommt in der Gesellschaft nicht so gut an oder wenn ich dem das sage, dass ich zum Beispiel diesen Film gesehen habe oder dass ich geweint habe bei dem Film oder dass ich Roland Kaiser höre als Musik, wenn er das erfährt, dann stehe ich nicht so gut da, mein Selbstbild, also mein Bild bei ihm ist irgendwie angekratzt dann und man macht sich dann davon abhängig und das immer wieder zu üben, meine Gefühle haben ein Recht, ich stehe zu meinen Gefühlen und ich stehe dazu, wie sie sind, ohne mich irgendwie zu schämen. Das ist dann Selbstbewusstsein, also die vierte Säule. Ich gucke nochmal, ob Dario ist jetzt abgetaucht. Gut, ich bin jetzt hier ganz alleine, aber es sind sogar noch Zuschauer da, wunderbar, hallo. Also die fünfte und sechste Säule ist auch super interessant. Die fünfte Säule, für mich total interessant, ein zielgerichteter Lebensstil. Sich selber ein Ziel zu setzen und davon überzeugt zu sein, dass das Ziel, das du in deinem Leben haben willst, wertvoll ist, dass du berechtigt bist, dieses Ziel auch zu haben und zu verfolgen und dass es auch irgendwann eintritt, dass du es auch irgendwann erreichst. Man baut sich ja manchmal eben selber Hürden auf oder schießt sich ins Knie irgendwie, weil man unterbewusst irgendwie doch überzeugt ist, naja, eigentlich bin ich für den Erfolg gar nicht gemacht oder das ist nur so ein Traum, aber solange es noch ein Traum ist, muss ich auch nicht mit den Konsequenzen leben. Und wer keine Ziele hat im Leben, schreibt Nathaniel Brandon, der wird niemals ein gesundes Ego aufbauen können, weil er ja immer signalisiert, ich glaube nicht daran, dass ich irgendwas erreichen kann. Und da hilft es eben auch, jetzt Übungen zu machen, gibt Nathaniel Brandon hier auch, aufschreiben, diese Ziele laut aussprechen, sie immer wieder in ein Tagebuch schreiben oder sie sich an die Wand kleben und sagen, das ist mein Ziel und dann auch tatsächlich Schritte gehen. Und das nennt er eben diese persönliche Integrität, dass man dem auch Taten folgen lässt. Dass man eben das nicht in so einem luftleeren Raum belässt, der Vorstellung oder des Traums, sondern dass man dann sagt, so, jetzt gehe ich diese Schritte. Und indem man handelt, zeigt man sich selbst, vor allem sich selbst eigentlich, dass man sich selbst wertschätzt. Das kann man gar nicht ohne Handeln machen. Man denkt ja oft, Selbstwertgefühl ist ja einfach so ein Gefühl. Also ich bin jetzt voll selbstbewusst und denke gut von mir oder so. Aber solange man das nicht in der Außenwelt zeigt und sich selbst auch zeigt, wird es niemals ein Selbstwertgefühl sein. Und wenn man handelt und sagt, so, ich setze das jetzt um, was ich mir vorgenommen habe, ich gehe auf jemanden zu oder ich rufe jemanden an oder ich arbeite an einer bestimmten Sache wirklich, signalisiert man seinem eigenen Unterbewusstsein, du bist es wirklich wert, du glaubst wirklich daran, weil erzählen kann man sich viel, man muss es halt machen. Das zielgerichtete Handeln hat das selbst stärkt das Selbstwertgefühl und persönliche Integrität, Dario, ich höre jetzt ihn nur noch, kein Bild mehr, zielgerichtete, persönliche Integrität. Dario, ich bin gerade noch bei der letzten Säule des Selbstwertes. Ja, ich habe zugehört. Ja, super, super. Also das heißt eben auch, man muss es schon anständig machen. Man muss selber auch ein anständiger Kerl sein und auch moralisch handeln. Und zwar so nach seiner eigenen Überzeugung. Man kann nicht irgendwie link sein oder irgendwie sich verbiegen oder lügen dabei. Man muss ehrlich sein, man muss die Wahrheit sagen. Man darf mit seiner Meinung nicht hinterm Berg stehen. Man muss sein ganzes Wesen auch ausleben und sagen, das bin ich. Und das ist Integrität, sich nicht zu verstecken. Und wenn man sich nicht versteckt, signalisiert man sich selber auch und natürlich auch der Welt, ich bin mir das wert, ich verstecke mich nicht und ich sage die Wahrheit oder ich bin ehrlich. Und auf diesen sechs Säulen, also Selbstakzeptanz, Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein, zielgerichteter Lebensstil, persönliche Integrität und, was habe ich vergessen, das war's nur. Naja, guckt es einfach nach. Darauf beruht eben das Selbstwertgefühl und nur mit diesem Selbstwertgefühl ist es möglich, dann ein erfolgreiches und vor allem ein glückliches Leben zu führen und eben auch anderen Glück zu bringen, etwas von Wert zu schaffen, Produkte zu schaffen, die andere haben wollen und auch ein für andere ein wertvoller Mensch zu sein, mit dem man gerne umgeht. Ich würde noch ganz kurz was erzählen über Eltern und Schule und wie man das so lernen kann und über den Unternehmer so als Figur. Dario, aber du, ne, wenn du was sagen willst.
Ja, ich kann vielleicht nur eine Anekdote von gestern erzählen. Ich war gerade im Chat mit, beziehungsweise in einem Skype-Gespräch mit Raw Spirit. Vielleicht kennt der eine von oder andere von euch den. Das ist der Christian. Und der hat so einen veganen YouTube-Kanal, viel mit Bewusstsein und sowas und macht auch so Coachings. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Jedenfalls ist er ist so der Typ, er hatte ziemlich viel Geld gehabt. Dieser Reichtum hat ihn nicht glücklich gemacht. Und der Auffassung, also auch wenn er sich mit diesen ganzen Bewusstseinsdingen und Dingern und sowas ausmittelt, aber er ist eigentlich der Überzeugung, dass dieser Fortschrittsgedanke, ich sehe, das ist sehr stark, dass man sich quasi selbst verbessern möchte, also dass man selbst handelt und selbst sich zielgerichtet leben, sich Ziele setzt, die dann umsetzt. Er meint, nein, das einzige Ziel kann irgendwie sein, die Liebe und überhaupt dieser Fortschrittsgedanke und das Ganze, der Verstand, das Denken, ja, das ist Spielerei und das kann man nutzen, um weltliche Ziele anzustreben, aber das ist eigentlich nicht der wahre Sinn des Lebens. So, das ist jetzt nochmal so ein bisschen die spirituelle Sicht auf die ganze Geschichte. Ich weiß nicht. Das ist halt, widerstrebt dem natürlich jetzt total, aber Psychologe sagen kann, dass man, wenn man sich Ziele setzt, glücklicher ist, würde das, ja, ist mir gestern gar nicht eingefallen, dass ich dieses Buch zur Argumentation heranziehen könnte. Hätte können, ja. Hörst du mich jetzt besser eigentlich? Jetzt höre ich dich nicht. Ja, ist besser, sorry. Jetzt höre ich dich wieder. Ja. Ist besser bei dir. Irgendwas raschelt an deinem Mikro noch, aber die Aussetzer sind weg. Also irgendwas ist vielleicht da. Okay, ist es, also darf ich mal kurz draufdrücken? Ist es das Mikro hier, was aktiv ist? Ist es gut, ja. Ja. Achso, okay. Ja, dann ist es hier der Reißverschluss. Super. Okay, genau. Ja, wir haben schon alles verstanden, glaube ich. Also war es gut zu hören. Genau. Ja, also ich finde das Gute, was du jetzt gerade erwähnt hast dabei, es ist im Grunde genommen egal, wie man es jetzt füllt, wenn es für den einen eben die Liebe ist, die man sich als Ziel setzt oder so, als spirituelle Erfüllung, dann ist das für Nathaniel Brandon vollkommen okay. Es ist halt wichtig, dass du ein Ziel hast und auf welcher Stufe du dann irgendwann anlangst, sondern es ist die Liebe zum Universum und zu Gott und zu allen Menschen vielleicht und Lebewesen oder es ist, weiß ich nicht, dass ich eine eigene Autowerkstatt habe. Das ist im Grunde genommen nach diesem Buch nicht wichtig. Das musst du dann selber für dich entscheiden. Und das finde ich eben das, was auch einem die Freiheit lässt, seine eigene Individualität auszuleben. Aber der Brandon, der sagt ja ausdrücklich, aus der Summe unserer Handlungen, die bildet, ne? Also, dass man das quasi, wenn man das beziffern könnte, dann könnte man das Selbstwertgefühl quasi berechnen. Und das fand ich schon, also das ist ja schon sehr kopflastig, sehr verstandesmäßig, wie man daran geht. Und das würde nicht so sehen. Der würde wahrscheinlich dann sagen, ja, nee. Also so ähnlich wie Religiöse sagen würden, ja, man kann auch Leben lang Scheiße bauen und dann am letzten Tag seines Lebens kann man Jesus und Gott erkennen und dann kommt man trotzdem in den Himmel. So, ne? Da kann man auch trotzdem die Erleuchtung haben und ist dann trotzdem geheilt von all den Sünden. Aber nach Brandon geht das eben nicht. Nach Brandon muss man eben wirklich an dem Selbstwertgefühl arbeiten. Und das ist, wie wir jetzt auch schon besprochen haben, regelmäßiges Reflektieren und Ziele einstellen. Habe ich das Ziel jetzt überhaupt noch in den Augen? Welche Methoden setze ich ein für die Ziele? Wie funktioniert das? Klappt es vielleicht nicht? Wie sind die Ergebnisse? Da muss ich neu justieren und muss andere Methoden anwenden. Das
Ja, also Nathaniel Ja. Rand ist ein absoluter Rationalist und da ist er eben auch Schüler von Ayn Rand. Diese rationale Selbstinteresse und rationaler Egoismus ist das und du erkennst es mit der Vernunft und der Mensch kann das mit der Vernunft nachvollziehen und eben auch durch solche eher kognitiven Werkzeuge. Aber er ist Therapeut und versucht das eben dann darüber, über Erkenntnis, Selbsterkenntnis steht im Vordergrund, auch den Menschen zu vermitteln und den Menschen diesen Weg zu zeigen. Ich würde sagen, das kann sich schon ergänzen, wenn man dann eben noch so andere eher spirituelle Führer hinzuzieht, Ken Wilber zum Beispiel, die dann natürlich diese ganze so Selbstfindungssache nochmal auf eine andere Ebene heben, wo es dann irgendwann auch darum geht, von sich selbst loszulassen und das ganze Selbst, das man dann gefunden hat, auch ja verschwinden zu lassen und zu sagen, ah, ich bin eigentlich doch gar nicht so wichtig, aber das geschieht erst oder auf dem Umweg über ein starkes Selbst und ein gesundes Ego. Und ich sehe da jetzt nicht so einen riesigen Widerspruch, aber es ist ein anderer Ansatz auf jeden Ja. Fall. Genau. Er hat auch Ja. übrigens, er hat auch übrigens in der Einleitung hat er übrigens genau beschrieben, wie ein Selbstwertgefühl aussieht. Da müsste ich jetzt noch selbst nochmal. Er hat direkt das Erscheinungsbild. Wenn du magst, kannst du auch, also ich meine, wenn du willst, kann ich jetzt kurz was daraus vorlesen, aber ich finde es gerade nicht. Ja, wir haben schon eine halbe Stunde, deswegen Auch würde ich. schon. Ja, wenn du magst, wir können auch weitergehen zu dem, Ja, zu der also wir haben schon eine halbe Selbstbestimmung. Stunde, deswegen würde ich jetzt gar nicht mehr zu lang machen. Ich mache immer so eine halbe Stunde meine kleine Radioshow hier. Ich würde vielleicht noch den Aspekt, also Kinder und Eltern und Lehrer mit einbringen, dass es eben super wichtig ist, dass man das als Kind schon lernt. Also alle, die das nicht lernen, haben es natürlich viel, viel schwerer, aber man kann es Kindern ermöglichen, eben ihr eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen und in diesem gesunden Umfeld auch zu sein. Und Eltern müssen halt ihre Kinder ernst nehmen. Man kann das ja gar nicht oft genug oder laut und deutlich genug sagen, dass sie ihre Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen und ernst nehmen und nicht irgendwie verlachen oder an die Seite schieben und respektieren und anerkennen. Und so crazy die auch manchmal sein müssen oder auch Berufswünsche von irgendwie 16-Jährigen oder so, wenn die Kinder nicht erfahren, dass sie da gewertschätzt werden, dann werden sie zu sich selber niemals dieses Gefühl aufbauen. Und dann das Gleiche gilt natürlich für Lehrerinnen und Lehrer, die dann auch in der Schule eben Kindern das Gefühl vermitteln können, deine Interessen sind wertvoll. Das ist schwierig, weil unser Schulsystem das ja nicht immer so vorgibt, wenn das Kind irgendwas machen will, aber es passt gerade nicht zu dem Fach, dann kriegt es halt eine 6. Und das ist ein bisschen, das konterkariert das Ganze so ein bisschen, dass der Lehrer eigentlich damit sagt, deine Interessen sind jetzt überhaupt nicht von Belang, sondern das, was jetzt hier ich vorgebe, ist wichtig. Da kann man aber als Lehrer immer noch ja, vielleicht so einen kleinen Umweg machen und es irgendwie anders versuchen zu signalisieren. Ja, wenn ich noch kurz eine Anekdote loswerden darf, ich habe, also mich hat das wirklich, die Einleitung hat mich wirklich sehr berührt. Er schreibt ja ganz zu Anfang fast, dass er quasi, zitieren, die Wahrheit ist, dass ich als Jugendlicher ein vages, aber nichtsdestotrotz mir heiliges Gefühl hatte, zu einer Mission berufen. Es gäbe nichts Wichtigeres zu bewahren, die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Und ich war überzeugt, dass das jeder so sehen sollte. Sich nie geändert. Das Druck ist bewusst, mich anzupassen. Punkt, Punkt, Punkt. Kommt halt noch, ich sah, wie Kanten sich anpassten und ihr Feuer verloren. Eine mitunter schmerzliche Erfahrung, die dazu führte, dass ich mich oft fremd und allein fühlte. Und dann kommen hier noch drei Sätze halt, dein Leben ist wichtig, halte es in Ehren, kämpfe darum, das Optimale daraus zu machen. Das mit dem Feuer, das fand ich ziemlich, ziemlich bewegend, weil ich das, glaube ich, ja auch ähnlich. Oder ich weiß nicht. Ja, jedenfalls hat es mich sehr. Und ich glaube auch, dass meine Eltern das nicht so richtig, also. Dass generell in Europa die Kultur
nicht so ist. Dass man das Individuum so wertschätzt wie in den USA. Da sieht man auch, dass es eine andere Kultur ist. Ja, wer kriegt das heute schon gesagt? Dein Leben ist wichtig, kämpfe darum, das irgendwie so hochzuhalten. Das kann man ja gar nicht oft genug gesagt bekommen. Das stimmt, ja. Ja, Dario, vielen Dank. Ich sehe hier schon im Chat geht es darum, mach doch noch eine halbe Stunde oder wenn es gerade interessant wird. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können auch gerne nochmal weitere Show dazu machen oder zu anderen Büchern. Hier wird zum Beispiel von Wirenet genannt Osho. Das geht jetzt gerade in die Richtung, was du so gesagt hast, das Buch vom Ego. Das Ego ist all das, was falsch ist. Ja, auf dieser spirituellen Ebene oder bei Lao Tzu oder so geht es natürlich darum, das Ego zu überwinden. Das ist tatsächlich ein Gegensatz. Ich sehe das auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Einmal auf der weltlichen Ebene, in der Welt richtig gut zurechtzukommen, Erfolg zu haben und glücklich zu sein. Und dann auf der spirituellen Ebene, wenn man das geschafft hat, dann wirklich aus diesem starken Ego heraus auch zu sagen, so, und jetzt lege ich auch dieses Selbstbezogene ab und kümmere mich um die ganze Welt und merke, dass ich eigentlich eins bin mit der ganzen Welt. Freiheit wird Zwang schreibt, dass er leidet wegen uns und nichts isst, um nichts zu verpassen. Und wir machen jetzt Schluss und essen was. Naja, das ist eben genau diese Selbstaufopferung und dieses Selbstmitleid, ja, von dem Nathaniel Brandon hier schreibt. Das soll es natürlich nicht sein. Du bist selbstverantwortlich für dein Essen. Und natürlich auch zu spenden. Ja, ist klar, heute geht 100% an Dario. Alles, was ihr spendet, geht ans Programm. Und Rolli schreibt, wie seid ihr eigentlich auf das Buch gekommen? Ich bin tatsächlich heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, das mache ich. Ich finde es ein super wichtiges Buch. Ich habe vor schon jetzt fast einem Jahr mal ein Video gemacht, die 40 Bücher meines Lebens, nämlich an dem Tag, als ich 40 geworden bin, habe ich 40 Bücher einfach mal so rausgekramt aus hier diesen ganzen Dingern. Und mal gesagt, okay, was fand ich wichtig? Und da war das natürlich dabei, weil es mich vor ein paar Jahren umgedreht hat. Oder nicht, man liest es und ich bin ein anderer Mensch, aber man liest es und macht die Übung und nach einem Jahr denkt man, Mann, vor einem Jahr war ich ganz anders. Wie kommt das eigentlich? Und dann sagt man, das war, es ist sehr viel von dem, was in diesem Buch steht, jetzt in meinem Kopf drin. Und nicht durchgearbeitet, Säule für Säule. Nicht so, wie du es jetzt sagst, aber ich habe schon daran gearbeitet. Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall mir dann Zettel genommen und diese ganzen Übungen gemacht und so und auch schon bis zum Schluss. Habe noch viele andere Bücher von Nathaniel Brandon gelesen. Auch ein interessantes Buch über sein Verhältnis mit und zu Ayn Rand. Das ist sogar verfilmt worden 1999 mit Helen Mirren als Ayn Rand. Da kann man sich mal angucken. Da geht es eigentlich um Beziehungen und so. Auch super interessant. Und Nathaniel Brandon kann man auch viel auf YouTube finden. Es gab viele Podcasts auch mit ihm und Reden von ihm. Super interessanter Mensch, der das auch ausstrahlt, dieses Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Und der sich für nichts entschuldigt oder so, der sich nicht klein macht. Und ich finde, das ist ein Vorbild, das ist eins meiner Vorbilder im Leben, Nathaniel Brandon. Mhm. Ansonsten, Dario, kommt irgendwann mal bald was auf deinem Kanal wieder? Was machst du so? Können ja, wir ich war ja beim erwarten? Ludwig von Mises Seminar, beim Seminar, während ihr in Prag wart. Und dazu habe ich ein Videochen gemacht, was auch, also ich denke, das ist die nächsten Tage online. Cool. Das ist natürlich dann auch eine mit wahrscheinlich ein paar Takte zu. Okay. So, und dann hatte ich noch vor, vielleicht mal den Mises Theorie des Handelns für Kapitel vorzustellen oder zu besprechen. Aha, die Praxeologie. Ein größeres Unterfangen. Ja, genau. Sehr schön, ja, das können wir alle gut gebrauchen. Ja. Okay, also Human Action. Ja, genau. Dann seht vorbei bei Dario Change Philosoph heißt dein Kanal, oder? Change.
Change-Philosoph. Genau, auf Facebook heiße ich Dario Change-Philo, deswegen ist es immer ein bisschen verwirrend, ja. Okay, auf und dein YouTube-Kanal heißt? Change-Philosoph. Change-Philosoph, genau. Guckt vorbei, abonnieren, Daumen oben lassen. Hier natürlich auch. Spendet, nicht vergessen. Heute habe ich auch eine Bitcoin-Adresse und natürlich auch PayPal und ja, alles andere in Naturalien könnt ihr natürlich auch bezahlen. Morgen kommt ein Video über Donald Trump mal wieder. Und zwar habe ich mit zwei Amerikanern gesprochen. Einmal mit Bernie Everett, Bernie von Ankermedien, den kennt ihr bestimmt auch. Bernie ist ja halb Amerikaner, sein Vater ist Amerikaner und lebt in den USA und er hat sich unterhalten mit Courtney, einer Amerikanerin hier in Köln, und Courtney ist eine, naja, man kann sagen Hillary-Supporterin, und die beiden haben ich kann es nur euch das Beste versprechen, es war ein hitziges, emotionales Gefecht, das wirklich brisant war und viele, viele Themen angesprochen hat, und wir haben darüber gesprochen, Donald Trump pro, contra, und es war schon ein bisschen so, wie man es sich in den USA vorstellt, wirklich, wenn diese Parteien aufeinander prallen mit ihrer total unterschiedlichen Weltsicht und beide nur den Kopf übereinander schütteln, aber wir haben, glaube ich, auch ein bisschen an Erkenntnis gewonnen und hinterher haben sich sogar die Hände geschüttelt. Dieses Video kommt morgen, also freut euch drauf. Und morgen Abend bin ich bei Wetzold Plaum zu Gast mit Johannes von Philosophie Workout. Und da sprechen wir nochmal über Rundfunklizenzen für Lizenzen für YouTuber. Wetzold Plaum, Wetzolds Wiki-Welt, glaube ich, heißt der Kanal. Kennt ihr auch ein sehr guter Kanal. Also kommt guckt vorbei morgen live um 8:30 abends. Dazu kann ich nicht sagen. Ich glaube, die, Daily Motion soll gut sein. Von Mythenmetzger und von Gerd Lothar Reschke, die sind beide jetzt so Daily Motion. Okay. Haben. YouTube können wir vergessen. Ja, sieht so aus, ne? Also ich bin auch schon bei vid.me, bei Dailymotion und was gibt's noch so? Ja, man muss sich diese ganzen Kanäle offen halten, ist richtig, ja. Es wird wahrscheinlich dahin gehen, dass die Leute rüber wandern, einfach wenn das weiterhin so schlimmer wird, wie es jetzt gerade ist. Ja, genau, da ist keine Kommentarfunktion, sagt Freiheit mit Zwang, also naja, gucken wir mal, dass wir das bei beidem irgendwie aufbauen und wenn es hier schlimm wird, wirklich da ganz rüber wechseln können. Das war's für uns von heute. Das war's für heute von uns. Und ich danke Dario, dir, dass du dabei warst, so ganz spontan. Und, danke ebenfalls. Hat Spaß gemacht. Auch euch danke ich im Live-Chat und wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend und eine tolle Woche. Die Ostervorwoche, vor Osterwoche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.